أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى hat uns zusammengeführt. Wir sind zusammen in so einer besonderen Nacht. Heute ist Leyletul Regaib. Ja? Regaib gecesi im Türkischen. Die Regaib-Nacht. Es gibt eine bekannte Dua, die man in den heiligen drei Monaten macht, wie gerade Fatih Abi auch erwähnt hat. Und lasst uns beginnen, inshallah, mit dieser Dua. Nämlich folgender. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. O Allah, segne für uns die Monate Rajab und Sha'ban und lasse uns den Ramadan erreichen. Amin, ya Rabbal Alamin. Dieser Ders, dieser Unterricht, den wir heute Abend gemeinsam machen werden, abhandeln werden, dient oder soll dafür dienen, dass wir Tafakkur machen. Tafakkur, nicht über die Natur, Tafakkur nicht über die Galaxie, Tafakkur über unseren Zustand, Hal, über unseren Zustand selbst. Wie geht es mir gerade? Wie ist meine Situation gerade? Wie ist mein Zustand gerade? Der Monat Ramadan ist inshallah bald vor der Tür. Vor dem Monat Ramadan gibt es den Monat Schaban und davor den Monat Rajab. Und in diesem Monat Rajab befinden wir uns gerade, Alhamdulillah. Diese Monate dienen eigentlich als Training für den Monat Ramadan. Eigentlich dienen diese heiligen drei Monate komplett für das gesamte Jahr. Weil in diesen drei Monaten strengen wir uns an, versuchen wir uns zu verbessern und solche heiligen Nächte wie diese Nacht dienen dafür, einmal Tafakkur zu machen über uns selbst, nachzudenken über uns selbst. Sind diese Monate oder diese Nächte Geschenke, liebe Brüder? Geschenke. Nimet. Gaben, Gnadengaben, Geschenke von Allah Ta'ala. Richtig? Diese Geschenke, diese Nächte und Monate betrachten wir Muslime als Nimet, als Gaben und Geschenken Allah Ta'alas. Wie gesagt, heute Nacht ist Laylatul Regaib. Eine Überlieferung sagt, die Engel haben diesen Namen gegeben. Welchen Namen? Regaib. Eine Überlieferung der Gelehrten sagt, dass die Engel den Namen Regaib für diese Nacht auserwählt haben. Im Deutschen sagt man zu dieser Nacht die Nacht der Wünsche. Die Nacht der Wünsche. Wenn wir das Wort im Türkischen allerdings betrachten, müssten wir uns vielleicht inhaltlich noch ein bisschen verändern. Nämlich Regaib kommt von Rabet. Rabet etmek. Rabet etmek ist wollen oder Interesse zeigen. Richtig? Natürlich ist dein eigener Wunsch auch dein eigener Wille oder deine eigenen Interessen. Deswegen sagt man im deutschen Raum zu dieser Laylat Regaib, die Nacht der Wünsche. Aber wir können auch dazu sagen, die Nacht, wo du deine Interessen zeigen oder einmal so Tafakkur machen solltest über deine Interessen und dann abwiegen sollst, pro, contra vielleicht, mal zu schauen, wirklich, welche Interessen habe ich, welche Interessen sollte ich haben. Was will ich? Was wollte ich bis jetzt von Allah Ta'ala? Was sollte ich jetzt von Allah Ta'ala wollen? Vor allem in solchen besonderen Nächten. Also, zu dieser Nacht, Allah Ta'ala wird in dieser Nacht auf die Duas eingehen, liebe Brüder. Es gibt Aussagen von den Gelehrten über gewisse Hadithe, die besagen, dass die Engel in dieser Nacht, also mit dem Abendgebet, ist diese Nacht eingetroffen. Also jetzt sind Engel unterwegs, liebe Brüder, jetzt sind gerade Engel unterwegs, beauftragt von Allah Ta'ala und sie sprechen so. Sie sagen, will denn niemand, möchte denn niemand Vergebung, will denn niemand Vergebung, möchte denn niemand Rizq, will denn niemand Rizq. Zu den Schlafenden sagen sie, die diese Nacht verschlafen, die diese Nacht
nicht mit Respekt empfangen oder mit Respekt durchlaufen oder durchspringen, sagen sie Schande über dich. Schande, oh weh über dich. So wie im Türkischen, yazıklar olsun sana. Die, die diese Nacht in Schlaf, mit Schlaf verbringen, in Schlaf verbringen. Warum sagen sie das? An normalen Tagen, wenn wir eine gute Tat machen, Khayr, sagen wir dazu, wenn wir eine gute Tat machen, ein Khayr, eine gute Tat, dafür bekommt man 10 Hasanat, 10 Sawab, an normalen Tagen. Im Monat Rajab, in dem wir uns gerade befinden, ein Khayr, eine gute Tat. In dem Monat, wo wir uns jetzt gerade befinden, bekommst du für ein Khayr, also eine gute Tat, 100 Hasanat, 100 Sawab. Im Monat Schaban, für ein Khayr 300 Sawab Hasanat. Im Monat Ramadan, für ein Khayr 1000 Sawab. In der Nacht von Berat und Regaib, in der wir uns jetzt gerade befinden, ein Khayr, liebe Brüder, ein Khayr, eine gute Tat, für die bekommt ihr 20.000 Hasanat, 20.000 Sawab. Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah, wir haben jetzt gerade mit Koran verbracht, wir haben Mawlud gelesen, Alhamdulillah. Ja, die Bruderschaft ist zusammen, die Gemeinde findet zusammen, allein das ist schon alles Khayr. Jetzt nehmen wir uns sogar noch die Zeit, in dieser Nacht, in diesem Abend, vielleicht eine Stunde auf dem Boden zu sitzen und wollen Wissen erlernen. Alhamdulillah, das ist auch ein Khayr. Ein Khayr, 20.000 Hasanat Sawab. Allahu Akbar, ja. Und in Laylatul Qadr, Qadir-Gecesi, eine gute Tat, 30.000 Sawab. Wer diese drei heilige Monate, so sagt Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, wer diese drei heilige Monate nutzvoll lebt, ist es so, als hätte er 80 Jahre mit Ibadet verbracht. Allahu Akbar, ja. Frage, noch einmal, sind jetzt diese Nächte oder diese Monate Geschenke für uns oder nicht? Richtig, oder? Auf jeden Fall. Nun, was sagt ein Grundsatz im Islam? Was sagt Allah Ta'ala im Koran? Jeder kennt das. Wenn ihr dankbar seid zu den Geschenken, die ich euch gegeben habe, vermehre ich diese. Richtig? Und wenn ihr undankbar seid, vermindere ich eure Geschenke, eure Nimetler. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat uns zusammen gesammelt. Wir sind heute Abend hier. Allein, dass wir heute Abend hier sind, ist ein Zeichen von Allah Ta'ala, dass er uns wirklich vergeben möchte. Denn so viele Leute sind draußen unterwegs und wissen von dieser Nacht nicht. Wissen von diesen heiligen Monaten nicht und versammeln sich nicht. Oder versammeln sich für andere Sachen, aber nicht für diese Sache. Aber du, lieber Bruder, konntest heute, Alhamdulillah, dieses Geschenk wahrnehmen, annehmen und sagst, ja Rabbi, mit dieser Annahme, mit diesem Geschenk Übernahme, mit dieser Nacht, möchte ich dir auch nochmal richtig danken, indem ich Zeit verbringe. Richtig Danke sage, indem ich vielleicht eine Stunde auf dem Boden sitze und über diese Wahrheiten höre. Das Bedanken. Wir werden... Eine kleine Wiederholung von einem Vortrag ist das, diese kleine Anekdote von einem Vortrag, was die heiligen drei Monate und ich, so wurde das betitelt und ist auf YouTube gerade drauf, aber da ist ein Part, der sehr gut passend ist in Bezug auf Geschenke. Nämlich, wenn wir undankbar sind, wird dieses Geschenk von uns genommen. Es hört ja nicht auf, dass nur diese Nacht von uns genommen wird, indem wir schlafen. Die eine Sache öffnet die andere Tür. Am Ende des Tages interessiert dich der Monat Rajab nicht. Interessiert dich der Monat Schaban und Ramadan nicht mehr. Weil die Türen werden geschlossen, weil du das Geschenk nicht respektvoll annimmst. Dann fastest du plötzlich im Monat Ramadan nicht mehr. Und wenn du nicht mehr fastest, führt es vielleicht sogar dazu, dass du am Ende des Tages auch nicht mehr praktizieren tust und. Und diese Tür, diese Respektlosigkeit gegenüber Geschenken von Allah Ta'ala öffnen gewaltige und gefährliche Türen.
Deswegen nochmal Alhamdulillah, dass wir diesen Geschenk heute Abend so annehmen. Das Bedanken. Wir hatten in dem Vortrag über vier Reaktionen gesprochen in Bezug auf was oder auf die Frage, was machen wir oder wenn eine Person hinfällt. Wir laufen auf der Straße jetzt und eine Person fällt hin, tut sich auch ordentlich weh. Was machst du, Abi? Ganz normal, du gehst hin und versuchst unter den Arm zu greifen oder streckst deine helfende Hand. Richtig? Die helfende Hand kommt von dir. Nun haben wir in diesem Vortrag gesagt, es gibt vier Reaktionen. Bei unserem Beispiel, zu unserem Beispiel passend vier Reaktionen. Wie man auf die helfende Hand reagieren würde oder könnte. Man könnte zum einen diese helfende Hand wegschlagen, oder? Jemand gibt sie dir und was machst du? Ah, du schlägst sie weg. Eine Art Kibir und Arroganz ist das, richtig? Könnte so eine Reaktion uns treffen, wenn wir die helfende Hand so hinreichen? Könnte passieren, oder? Die zweite sagt nichts. Du gibst ihr die Hand, streckst die Hand, er hält die Hand, hebst hoch und er sagt nichts und geht weiter. Könnte das auch passieren? Könnte auch passieren. Aber diese Person können wir vielleicht unterteilen in unwissend. Der weiß nicht aus Höflichkeit oder Förmlichkeit, dass man sich bedanken muss. Richtig? Er sagt einfach nichts. Diese Hilfe ist gekommen und ich sage nichts. Mir egal, ob du geholfen hast oder nicht geholfen hast. Ja, vielleicht auf gut Deutsch so, juckt mich nicht. Ja. Bei drei. Bedankt sich, aber nur aus Höflichkeit, weil man das so macht. Meint es aber gar nicht so. Könnte auch so eine Situation passieren beim Helfen? Könnte passieren. Er könnte es vielleicht nicht so meinen. Richtig? Du merkst schon so, Dankeschön so, und geht weiter. Könnte das passieren? Könnte passieren. Und die vierte Reaktion in unserem Beispiel war folgende. Er bedankt sich herzlich. Er umarmt dich. Er sagt, Allah sende Rasus. Möge Allah Ta'ala mit dir zufrieden sein. Vielen, vielen Dank. Umarmt sogar dich. Versucht vielleicht sogar diese helfende Hand zu küssen. Könnte auch so eine Reaktion passieren? Könnte auch passieren. Personifizieren wir mal jetzt diesen Monat, Recep, Schaban, Ramadan, oder personifizieren wir mal Regaib Kandil. Diese Nacht als Person. Personifizieren wir diese Nacht als Person. Was macht diese Nacht? Was machen diese Monate? Sie strecken ihre helfende Hand und sagen, steh auf. Richtig? Abi, diese Nacht sagst du dir, steh auf. Entweder reagierst du wie Nummer 1 und sagst du, aman, banane. Richtig? Im Türkischen. Ach, interessiert mich nicht. Was für eine Nacht? Und dann bist du völlig im Irrtum. Du schlägst die helfende Hand von Regaib Kandil, vom Monat Recep weg und sagst dich, mir ist das egal. Oder der sagt nichts. Unwissend, er weiß von dieser Nacht gar nicht. Auch traurig, oder? Er weiß gar nicht, wie man sich bedanken tut für dieses Geschenk. Diese helfende Hand ist da und er weiß und hat er weiß es nicht, subhanallah. Ihm wurde es vielleicht nicht beigebracht. Es gab Jahre in unserem Leben von verschiedenen Brüdern, die hier wirklich Hizmet machen, deren Leben vorher wirklich, obwohl sie Muslime sind, absolut nichts mit dem Islam zu tun hatten. Gar nichts, subhanallah. Und diese Brüder hatten in dieser Nacht folgende Situation. Die helfende Hand ist da, aber er guckt sich lieber Netflix-Serien an, weil er davon nicht weiß. Wüsste er vielleicht, würde er anders reagieren. Die andere Gruppe war aus Höflichkeit. Das sind so diese, vielleicht die Mehrheit. Vielleicht.
Dann inshallah nicht. Aber aus Höflichkeit, danke. Ja, dein Papa sagt, Olam, Junge, komm mit zur Moschee. Heute Abend ist der Geheimkandil. Willst du etwa zu Hause sitzen? Dein Opa kommt auch. Dein Onkel ist auch da. Und du gehst aus? Ah, kalbi kalmasın, aus Höflichkeit. Diese Nacht hat dir die helfende Hand gegeben und du akzeptierst sie nicht. Nur aus Höflichkeit, weil man es so macht. Oder aber du bist dir dessen bewusst und nimmst dir sogar nach einem Mevlüt noch eine Stunde Zeit und setzt dich hier hin und bist dir dessen bewusst, also der helfende Hand bewusst und sagst, Allah sender Rasulun, o Nacht der Wünsche, o Regaib Kandili, danke dir, danke für deine helfende Hand. Und ich werde diese helfende Hand greifen und diese helfende Hand küssen. So müssen wir diese Nacht betrachten. So müssen wir diese Nacht verbringen. Jedes Jahr, Jahr für Jahr kommt diese helfende Hand. Freust du dich darüber oder nicht? Die Sahabe haben vor Freude geweint, wenn die Heiligen 3 Monate angefangen haben, wenn der Monat Ramadan angefangen hat. Subhanallah. Weil sie wissen ganz genau, jedes Jahr kommt diese helfende Hand und wird sie wieder rausholen aus ihrem Loch. Sind wir in einem Loch gefallen? Auf jeden Fall, Abi. Unsere Situation ist wirklich nicht gesund. Ja? Wir verbringen unsere Tage, unsere Zeit, unsere Stunden nicht so, wie Allah Ta'ala es möchte. Und diese Nacht sollte dafür dienen, dass wir unsere Interessen wechseln. Rabet, Regaib, nicht vergessen. Wir sollten wollen von Allah Ta'ala, Ya Rabbi, ändere meine Interessen. Und die Frage, die man sich heute Abend stellen sollte, ist doch wirklich einmal, wenn man so sein Leben Revue passieren sollte oder seine eigene Rechenschaft abziehen sollte, bevor die Rechenschaft am Tag des Gerichts abgezogen wird oder wir die abgeben müssen, ist folgende. Welche Interessen habe ich? Wo ist mein Rabet? Was will ich? Welche Interessen habe ich? Dünya? Mein Ansehen? Meine Lust? Mein Schehwet? Sind das meine Interessen? Schau dein Leben an, betrachte dein Leben. Wie waren die Sahabe? Wie waren deren Interesse? Genau andersrum, ne? Dünya weg, Ahiret hin. Ansehen weg, Allah erkennen. Wer braucht denn mein Ansehen? Wer braucht denn mich? Ich brauche Allah. Was für ein Ansehen. Die Lust weg, eine andere Lust kommt. Zauk. Zauk zu Ibadet. Zu Gottesdienst, subhanallah. Aber unsere Rabet-Interessen ist Dünya. Dünya, Dünya. Pack darin alles rein. Was hat Überhand? Bin ich heute eine Person in dieser Nacht noch? War es in diesem Tag vielleicht noch so, dass ich wirklich wegen gewissen Gründen, weltlichen Gründen, nicht beten konnte, nicht gebetet habe, nicht zu Sejde gegangen bin? Dann ist jetzt die Zeit, Abi. Dann ist jetzt die Zeit, deine Interesse zu wechseln. Genau in dieser Nacht, wo die Interessen auch gewechselt werden sollten, wo die Wünsche erhört werden, die Duas erhört werden. Ja Rabbi, ändere unsere Interessen. Ändere unsere Interessen in die Richtung, mit der du zufrieden bist, Ya Rabbi Alamin. Solche Duas sollten wir machen. Natürlich hätten die Sahabe nicht geopfert und hätten sie das nicht begriffen, könnten wir heute Abend nicht hier sitzen. Richtig? Und interessanterweise, diese Menschen, möge Allah Ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein, haben es verstanden, was Priorität im Leben hat oder was an vorderster Stelle stehen sollte. Richtig? Und diese Menschen, die das verstanden haben, haben einen Zustand, der ihre, so erstmal auf den ersten Blick, den Betrachter oder die Person, die deren Leben liest oder hört, so erstmal so irritiert ist. Warum? Weil wir haben es nicht verstanden und unser Zustand ist ganz anders. Sie haben es verstanden, ihr Zustand ist anders. Wir haben es nicht verstanden und unser Zustand ist anders. Das öffne ich mal kurz. Hazrat Umar, radiyallahu anhu.
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, und das ist bekannt, nämlich was? Würde es nach mir eine Prophetin geben, wäre es Umar radiallahu anhu. Von so einer Person sprechen wir, die jetzt zu Huzaifatu Yamane radiallahu anhu geht, der die Liste vom Propheten bekommen hat, alaihi salatu wasalam, wo die Heuchler, Münafik stehen, die so tun, als ob sie Muslim sind. Diese Person, Hazrat Umar radiallahu anhu, die die frohe Botschaft in Lebzeiten bekommen hat, dass er in Jannat kommen wird, Ashari und Bashari, unter den 10 heiligen Menschen ist er, subhanallah, die diese frohe Botschaft bekommen haben. Und er ist eine Person, der Allah erkannt hat. Sein Ziel Akhirat ist, die Zufriedenheit Allahs ist und seine Lust und Zauk Ibadat ist. Diese Person geht zu diesem Sahabe hin und sagt, ja, Huzaifa, ist mein Name auch in dieser Liste? Gehöre ich auch zu dem Münafik? Allahu Akbar, ja. Anderes Beispiel. Achtet weiter, Abiler. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu läuft eines Tages durch die Straßen von Medina und Hanzala radiallahu anhu geht an ihm vorbei, aber weinend. Das ist auch bekannt, Abiler. Aber das muss einmal nochmal erwähnt werden. Vor allem in so einer Nacht sollte es erwähnt werden. Hanzala radiallahu anhu weint. Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu geht, ja Hanzala, mein Bruder, warum weinst du? Er möchte ihn trösten vorerst. Er weint. Er sagt, ja Abu Bakr, ich bin Hanzala, ist Münafik geworden. Ich bin Münafik geworden, sagt er. Ich bin ein Heuchler. Er so, warum sagst du das? Du bist ein Sahabe, warum sagst du das? Er sagt, ja Abu Bakr, neben dem Propheten bin ich anders. In Adab, ja. Richtig fromm. Und wenn ich zu Hause bin, bei meiner Familie, bin ich anders. Hanzala ist Münafik geworden, sagt er. Allahu Akbar, ja. Der tröstende Abu Bakr radiallahu anhu tröstet nicht mehr. Er fängt auch an zu weinen. Er sagt, Abu Bakr ist auch Münafik geworden, Hasha, ja. Subhanallah. Sie haben verstanden und ihr Zustand war so. Sie haben sich als Münafik gesehen. Allahu Akbar, ja, sind weinend zu Rasulullah gegangen, an seine Knie und haben gesagt, ja, Rasulullah, wir beide sind Münafik geworden. Ich sage, warum sagt ihr das? Warum sagt ihr das? Haben gesagt, ja, Rasulullah, neben dir sind wir anders, zu Hause bei unseren Familien sind wir anders. Dieser Hal, dieser Zustand ist normal, sagt unser Prophet, alaihi salatu wasalam. Habt keine Angst. Und er besänftigt sie und tröstet sie. Aber sie hatten so einen Zustand. Auch Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gehörte zu den Ashari und Bashari. Subhanallah. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu ist so ein Sahabe, wo alayhi salatu salam sagt, wo ich in der Himmelsfahrt Miraj war, egal wo ich stand, habe ich den Namen Abu Bakr gelesen. Subhanallah. Allahu Akbar, ja, von so einem Sahabe sprechen wir. Sein Zustand, liebe Brüder, unser Zustand. Allah, Allah, ja. Als ob wir das Paradies in unserer Tasche haben und wir kümmern uns nicht. Unsere Interessen, Dünya, Ansehen und unsere eigenen Neigungen und unsere eigene Schäfwet und Lust. Diese Nacht sollte dafür dienen, dass wir auf jeden Fall unsere Interessen wechseln. Ein Hadith passend zu dieser Sache besagt, es werden, und dieser Hadith ist interessant, Abi, achtet mal. Es werden keine zwei Sicherheiten und keine zwei Ängste zugleich vorhanden sein. Die Muhaddis, die Gelehrten, erläutern diesen Hadith. Die sagen, wenn du Angst hast, es werden keine zwei Ängste zugleich vorhanden sein. Wenn du Angst hast im Diesseits, wirst du keine Angst haben in Akhirat. Wenn du Angst hast im Diesseits vor Allah, vor der Strafe, wirst du keine Angst haben in Akhirat. Es werden keine zwei Ängste zugleich vorhanden sein.
Wenn du, und es werden keine zwei Sicherheiten zugleich vorhanden sein, wenn du dir sicher bist und rahat bist, so wie wir das im Türkischen sagen, und die Beine hochgelegt hast und dich kümmert's nicht und du denkst dir so, ich bin schon safe, alles gut, ja? Mein Baba ist Hodja, ich bin auch noch ein Gelehrter oder ich bin auch noch ein bisschen Wissender, ich bin einer, der von Freitag zur Moschee geht, ach, ist schon ein bisschen safe, sicher. Allahu Akbar. Was machen wir? Was für eine Sicherheit? Hazrat Umar radiallahu anhu mit dem Paradies belohnt? Oder die frohe Botschaft hat er bekommen? Subhanallah. Also, noch einmal der Hadith. Es werden keine zwei Sicherheiten und keine zwei Ängste zugleich vorhanden sein. Subhanallah. Wer Angst hat, so sagen die Gelehrten, wer Angst hat, dessen Sorge wird sich den anderen Menschen widmen und sagen, wer Angst hat und es verstanden hat, ein Hauch, ja, ein Hauch, wie die Sahabe. Deswegen vorsichtig, ja, wie die Sahabe kann man nie werden, aber so ein Hauch, ja, wenn wir das wie die Sahabe verstehen sollten, dann bekommt man Angst. Dann bekommt man nicht nur Angst für sich, sondern man bekommt auch Angst für die anderen Leute, anderen Brüder, Muslime um sich herum. Man sagt dann, wir müssen noch mehr für Brüder und für Schwester tun. So muss das Bewusstsein von einem Muslim sein. Aber sie werden sagen, wenn du dich änderst und sagst, oh, ich habe Angst, wenn du das betitelst oder formulierst ganz anders, du formulierst das vielleicht nicht, dein Zustand hat sich geändert. Sie sehen, du hast Angst bekommen und hast angefangen, 5-mal am Tag zu beten. Du warst vorher nicht so ein Junge zu Hause. Du hast Angst bekommen und gibst von nun an Frauen nicht mehr die Hand. Du warst vorher nicht mehr so ein Junge. Und sie werden sprechen. Sie werden sagen, sie haben dein Gehirn gewaschen. Ja? Sie werden sagen, du bist übergeschnappt. Deli oldun. Bei Allah, wir haben Brüder unter uns, ihre Familie hat sie so betitelt. Subhanallah. Weil sie angefangen haben, 5-mal am Tag zu beten. Ohne Witz, Abi. Es ist sehr interessant. Und dieser Mann sagt, ich muss Hizmet machen. Versteht ihr das nicht? Wir werden alle brennen, falls wir nicht aufwachen. Und dieser Mann, dieser Mensch möchte Hizmet machen. Und er wird sagen, und sie werden sagen, Hizmet war damals in der Zeit des Propheten. Heute kann sich jeder selber die Religion irgendwie googeln und das reicht. Richtig? Und wir hören diese Sachen oder nicht, Abelard? Hizmet muss nur der Imam machen in der Moschee. Solche Ideologien oder solche Gedanken haben wir auch unter uns. Sowas gibt es nicht, Abi. Hizmet muss jeder Muslim machen, der das Bewusstsein bekommen hat, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam für Opfer gebracht hat und die Sahabe für Opfer gebracht haben. Hizmet nur einmal die Woche reicht nicht. Du bist vielleicht, weiß ich nicht, jahrelang am Wochenende nicht mehr zu Hause. Und sie werden sprechen und sagen, was ist denn mit deiner Ehefrau, was ist denn mit deinen Kindern? Ich renne hier für deine und meine Kinder. Wir öffnen diese Türen am Wochenende für deine und meine Kinder. Ja, jetzt sind sie vielleicht gerade noch klein, aber wenn sie älter sind, werden sie danken. Und deine Kinder werden auch danken. Weil vielleicht könnte es sein, oh Vater, oh Mutter, dass du mit Tränen zu Hause bist und sagst, wo ist mein Sohn? Ich finde meinen Sohn nicht mehr und er ist irgendwo auf der Straße und trinkt oder nimmt Drogen. Dann würdest du nicht diesen Brüdern sagen, oh, macht nur einmal die Woche Hizmet oder der Imam in der Moschee soll nur Hizmet machen. Ihr würdet diese Brüder, die hier Hizmet machen, noch mehr anspornen und sagen, was sitzt du hier eigentlich? Geh und öffne diese Tür und fülle diese Bude. Rufe die Brüder hierher. Ist das so? Ist richtig, Abi. Eine weitere Frage. Was ist passiert mit uns, dass wir kein Nasib mehr am Hizmet haben? Ja, sie sprechen. Und wir hören hier raus, dass Hizmet, ja, für Allah arbeiten. Im Deutschen sagt man vielleicht auch dazu ehrenamtlich, weil man dafür kein Geld verlangt. Du machst es nur für das Wohlgefallen Allahs, für seine Zufriedenheit. Jetzt ist eine Frage, diese Nacht sollte auch dafür dienen, dass man sich Fragen stellt, dass man seine Interessen wechselt. Unsere Frage, Abilash, was ist passiert mit uns, dass wir kein Nasib mehr am Hizmet haben? Unsere Interessen sind andere. Unsere Interessen. Mein Auto. Mann,
mein Auto, mein Hobby, ja? Weiß ich nicht, mein Verein XY, meine Freundin, mein Freund, weiß ich nicht, meine Shisha, meine Zigarette. So ist das, Abilash. Unsere Interessen sind einfach andere. Aber wir haben es irgendwie gerne, immer so ein bisschen über die Sahabe zu hören, so am Entertainment an einem Abend, ein bisschen über den Sahabe, ein bisschen über den Sahabe, ein bisschen so Gänsehaut, ein bisschen Tränen. Und dann kommen wir nach Hause an, die Frau, und wie war's? Alhamdulillah, war ein schöner Abend. Am nächsten Tag rennst du wieder hinter dein Auto her. Abilash, also soll diese Nacht nicht aufhören mit dem kommenden Tag. Diese Nacht, Regaib, Rabet Tengelio, Interesse, ja, soll unsere Interessen wirklich ändern. Also wenn du morgen früh aufstehst, sollte dein Interesse wirklich eine andere sein. Und falls dein Interesse an eine andere ist, eine andere, die dich in Richtung Allah, Jannat führt, wisse, dass Allah dein Interesse gewechselt hat. Und dafür sind diese Nacht, dafür ist die helfende Hand, oh Regaib, danke, dass du deine helfende Hand jetzt zu uns streckst. Wenn wir sie festhalten, wird sie uns ziehen und unsere Interessen ändern. Lass dich hochheben von dieser Nacht, lieber Bruder. Aber ein Grundsatz sagt, je nachdem, was deine Interessen sind, erschafft Allah diese Interessen im Vordergrund in deinem Leben. Schau. Und damit, mit diesem Grundsatz, kannst du ganz schnell erkennen, in welche Richtung du läufst. Welche Interessen sind in meinem Leben im Vordergrund? Sind es Interessen, die mich wirklich in Richtung Allah, Marifatullah, Allah erkennen, befördern? Oder sind es Interessen, die mich gar nicht an Allah, an Marifatullah, an Muhabbatullah erinnern? Diese Frage solltest du dich auch, sollten wir uns auch diese Nacht stellen. Eine weitere Frage, die wir uns diese Nacht stellen sollten, die man sich aber hier und da so als Muslim doch auch in anderen Nächten mal stellt. Nämlich eine besondere Frage. Woher weiß ich, dass Allah mich liebt? Eine schöne Frage, oder? Richtig? Eine schöne Frage, wirklich. Jeder ist neugierig. Woher weiß ich, wie kann ich erkennen, dass Allah Ta'ala mich liebt? Die Antwort kommt von alayhi salatu wassalam. Nämlich wird gesagt, schau darauf, womit er dich beschäftigt. Und wenn es eine Sache ist, womit er zufrieden ist, was in seinem Wohlgefallen, in seinem Sinne ist, was dich in seine Richtung bewegt, wisse, Allah liebt dich. Wenn es eine Sache ist, die ihm zuwider ist und nicht akzeptabel ist, wisse, du bist nicht in der Gunst Allahs. Und Alhamdulillah, wir dürfen heute Abend hier sitzen. Aber wisse, Allah liebt uns. Unter so vielen Menschen dürfen wir hier sein und diese Wahrheit heute Abend hören. Und eine weitere Frage, die man sich noch stellen sollte, vor allem die Brüder, die wöchentlich hierher kommen, vor allem auch die Brüder, und die spreche ich nochmal explizit an, die seit Jahren zu Hubhane kommen und sogar aktiv für Hizmet machen. Auch diese Brüder sollten sich diese Frage sogar viel mehr stellen als alle anderen, weil sie scheinen so, als ob, also wir, ich betitel mich auch, die Hizmet machen, in Anführungsstrichen, scheinen so, als ob sie gewisse Sachen verstanden haben. Somit sollte sich jeder, der wöchentlich zu Hubhane kommt oder hier Hizmet macht, diese Frage auch stellen. Womit hast du dich beschäftigt vor Derga, vor Hubhane, und womit beschäftigst du dich jetzt? Sollte einer unserer Ziele es sein, dieses Geschenk beizubehalten, welches Geschenk? Nämlich, achte jetzt, Bruder, vor Derga, vor Hubhane, dein Leben war ein Chaos, oder nicht, Abi? Von den einen oder anderen, Bruder, kenne ich sein Leben und ich kenne auch mein Leben, wie es davor war. Man braucht nicht unglaublich viele Jahre, um Mist zu bauen.
Ja? Man kann auch in ein Jahr, man kann auch im halben Jahr, man kann auch in einem Monat den größten Mist der Welt machen. Ja? Auch wenn wir jung sind, bedeutet das nicht, dass man nicht viel erlebt hat. Man kann wirklich in kurzer Zeit viel Mist machen. Jetzt erinnere dich an die Tage, wo du nicht hier warst, wo dieses Geschenk dir noch nicht gegeben wurde. Und erinnere dich an die Tage oder an das Jetzt, wo du dich jetzt befindest und welche Wörter du jetzt hören darfst, wer heute deine Freunde sind. Erinnere dich, wer deine Freunde damals waren. Erinnere dich jetzt, wer deine Freunde jetzt sind. Erinnere dich, durch welche Türen du damals reingekommen bist und Salamun Alaikum gesagt hast. Und erinnere dich an das heute, wenn du hier reinkommst und Salamun Alaikum sagst. Was für ein Ansehen du hast und was für Blicke dich treffen. Sollte einer unserer Ziele es sein, dieses Geschenk, die Gemeinde, Jamaat, diese Bruderschaft hier unter diesem Dach zu befestigen, zu dankend eine Dankessagung gegenüber Allah Ta'ala zu bringen, sollte es so ein Ziel sein oder sollte es sein, wie die Hand, ja, wie der Mann, der die helfende Hand zurückgeschlagen hat oder kein Interesse gezeigt hat. Ich muss symbolhaft die Hand von diesen Türen küssen, Abi. Ich muss symbolhaft diese Schwelle von diesen Türen, und es gibt im Türkischen viele Lieder, die sagen, ich küsse die Tür, ich Türschwelle von deinem Dergah, ja Rabbi. Ja? Man sollte symbolhaft diese Türschwellen küssen. Denn diese Türschwellen haben es dazu geführt, dass wir heute ein anderes Bewusstsein haben. Auch die Moscheen, ja, sind genau solche Orte wie diese Orte, die unsere Leben verändert haben. Und man sollte auf jeden Fall Danke dafür sagen, Danke dazu sagen. Somit möchte ich auch rüber einmal zum der Risale Nur und einige Wörter von Ustad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri mit euch teilen. Ich denke, wir brauchen noch so 10 Minuten oder 15 Minuten, dann sind wir auch zu Ende. Aber lasst uns noch einmal diese letzten Minuten, inshallah, konzentriert zuhören. Einmal zum Ziel, das Geschenk Gemeinde, Bruderschaft noch einmal zu verstehen, zu begreifen. Jetzt lesen wir Abilash. Bismihi Subhanahu. Im Namen dessen, der gepriesen sei. Meine lieben Brüder und Freunde, Üstad Bediüzzaman Said Nursi schreibt das. Und er sagt zu uns, meine lieben Brüder und Freunde, in dieser Welt, besonders aber in unserer Zeit, besonders für diejenigen, die von einem Unglück betroffen wurden, sind wir in einer so besonderen Zeit? Sind wir hin und wieder von so Unglücken betroffen? Zahiri und Mane und Batini, yani sichtbare Sachen, die uns als Unglück treffen und nicht sichtbare Sachen. Innerlich werden wir auch manchmal von Unglück getroffen und tragen eine gewisse Last in unserem Herzen. Richtig? Jetzt schaut. In dieser Welt, besonders aber in unserer Zeit und besonders für diejenigen, die von einem Unglück betroffen wurden, vor allem aber die Nur-Schüler, ist das wirksamste Mittel, aus aller Bedrängnis und Hoffnungslosigkeit herauszufinden. Sind wir hin und wieder in Bedrängnis und Hoffnungslosigkeit? Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir in Bedrängnis sind und hoffnungslos sind. Das Folgende: einander zu trösten. Sich gegenseitig eine Freude zu machen. Einander moralisch zu unterstützen. Wo findest du das, Abel? Wo findest du sich einander Freude machen, außer Orten wie diesen, Abel? Damals, als du reinkamst, ob von dieser Tür und die Räumlichkeiten waren eine andere, durftest du noch nicht mal Schwäche zeigen. Du musstest so ein bisschen Baba-like sein, ja? So der Daie, ja? So ein bisschen Tespi in Hand. Ja, so auch mit 16, 17 warst du auch in diesen Filmen drin. Ja? Und so bei deinen Freunden darfst du nie sagen, und sind das überhaupt Freunde, wenn du nicht ehrlich sein darfst? Wenn du deinen inneren Zustand nicht zeigen darfst?
Und in dieser besonderen Zeit ist das wertvollste Mittel moralische Unterstützung, sich einander Freude machen. Subhanallah, ja. Rushanab, hast du heute nicht in die Gruppe geschrieben oder gestern? Aber ich freue mich, dass morgen Hupane geöffnet hat und dass ich euch sehen darf. Und er hat uns am Samstag gesehen. Er hat das so geschrieben, als ob wir uns ein Jahr nicht gesehen haben. Warum? Hin und wieder sind wir in Bedrängnis. Wir fallen in Hoffnungslosigkeit. Aber wir wissen ganz genau, diese Räumlichkeiten werden mich wieder auffangen. Soll ich dieses Geschenk annehmen oder nicht annehmen? Was haben wir am Anfang gesagt? Wenn man ein Geschenk Danken annimmt, wird das Allah Ta'ala vermehren oder vergrößern. Und wenn man ein Geschenk nicht dankend annimmt, wird Allah Ta'ala es vermindern oder aber ganz gar wegmachen. Möge Allah uns davor schützen. Also ist es ganz wichtig und besonders wichtig, dass wir diese Sachen verstehen. Sich gegenseitig wie Wahrhaftige. Subhanallah. Als ob du ein Wahrhaftiger bist. So eine moralische Unterstützung gibst du deinem Bruder. Als ob du wie ein Evliya bist. Ein Freund Allahs bist, ja, subhanallah. Die Wirkung von einem Bruder zu dem anderen wirkt wie ein Evliya, ja, subhanallah. Ist wirklich so. Opferbereite Brüder lindern Balsam auf die Wunden zu streichen, die Kummer, Gram und Sorge ihnen gerissen haben und die Trauer des Herzens mit vollkommener selbstloser Liebe zu mildern. Allah, Allah, ja. Findest du solche Brüder hier? Yasin, hast du solche Brüder hier gefunden? Ja. Arkan, hast du solche Brüder hier gefunden? Rushin Abi, hast du solche Brüder hier gefunden? Abdus Samad, hast du solche Brüder hier gefunden? Haben wir mal solche Tage gehabt? Lokman Abi, wo wir gefallen waren, wo wir hier tief im Loch waren? Wer hat uns aufgefangen, Abi? Diese Räumlichkeiten, der Bruder, der selbst verletzt ist, der hier reinkommt und denkt sich so, meine Verletzung ist weniger, nicht so hart wie die Verletzung von dem Bruder. Ich verzichte auf den Balsam von den anderen und bin Balsam für die anderen. Und während du Balsam für die anderen Brüder bist, wird Allah Ta'ala mit der Hand der Engel dir Balsam auf deine Brust, auf deine Verletzungen streichen. Abi, wie wichtig ist jetzt eine Gemeinde? Ja, viele Kräfte, viele Bewegungen versuchen, die Jamaat auseinanderzubringen. Das ist etwas sehr Offensichtliches und Klares und niemand fremd. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir auch in dieser Nacht, wo unsere Interessen sich wechseln sollten, ja, Regaib Kandile, eine Interesse von uns sein sollte, dass wir die Gemeinden vermehren sollten. Ja? Wenn du irgendwie aus Recklinghausen mal kommst und es weit ist, für dich hierher zu kommen, Abi, arbeite da, ja? Niemand sagt, du musst unbedingt hierher kommen. Niemand sagt, Hupane ist das einzig Richtige. Hupane ist richtig und schön, dürfen wir sagen, aber das einzig Richtige zu sagen, ist respektlos. Und wir sagen, liebe Brüder, wenn es zu weit ist für dich, hierher zu kommen, sei aktiv bei dir zu Hause, ja, in deinem Viertel, aber sei eine Bruderschaft. Denn auch du brauchst Balsam für deine Wunden und dein Bruder wird dir die helfende Hand für dich sein. Du wirst die helfende Hand für den Bruder sein und er für dich. Aber das Bewusstsein muss endlich wieder zutage kommen in unserem Leben. Es ist besonders wichtig, dass wir das verstehen. Zu der anderen Sache, und es ist ein bisschen längerer Text, den möchte ich aber euch nicht vorenthalten, besonders zu dem Thema der Wert der Gemeinschaft. Der Wert der Gemeinschaft. Ihr werdet vielleicht sagen, man hätte so viel heute Abend erzählen können über den Propheten, über Sahabe-Geschichten. Ja, hätte man machen können. Aber, liebe Brüder, unsere Baustelle sind nicht bei diesen wundervollen Geschichten oder Anekdoten des Propheten, a.s.w. Unsere Baustelle ist eine ganz andere. Wir haben voll die anderen Interessen. Und diese Interesse wird geändert in solchen Gemeinden. Wenn du regelmäßig hierher kommst, wird dich diese Geschichte des Propheten, a.s.w. oder die Geschichte eines Sahabe, erst dann richtig treffen und dein Leben ändern, wenn dein Interesse richtig geändert ist.
Entweder ist dieser Abend für dich ein Entertainment und du gehst wieder nach Hause, oder sagst du so, nee, jetzt ist so ein Abend, wo ich den Wert der Gemeinschaft erkennen muss und mein Leben ändern muss. Und somit gehen wir wieder rüber zu Üstad Hazretleri, wo er sagt, ich werde jetzt einen Grundsatz erklären, der sich auf die Brüderlichkeit bezieht. Ein Grundsatz, den ihr ernsthaft ins Auge fassen sollt. Interessant, wie er anfängt, oder? Das Leben ist eins und das Ergebnis einer Vereinigung. Zerfällt die harmonische Einheit, ist die Bruderschaft, ja? Was harmonisch, ja, eine Einheit bildet. Geht auch das innere Leben zugrunde. O Bruder, der in der Gemeinde aktiv ist, O Bruder, der bei Hupane hier Hizmet macht. Wenn du diese Harmonie unterbindest oder unterbrichst oder Wesile dafür bist, dass die Harmonie in dieser Gemeinde zerstört wird, wird dein inneres Leben, auch zerstört. Mahnen, spirituell wirst du zugrunde gehen. Denn im vorherigen Text haben wir erfahren, du wirst keine Menschen mehr finden, die dich anlächeln, eine moralische Stütze für dich sind oder Balsam für dein Herzen sind. Und was, wenn du derjenige bist, der so eine Gemeinde beim Wachsen stört, Fitne pflanzt und Wesile dafür war, dass das komplett kaputt geht. Also sollte ganz besonders jeder hier verstehen und in Acht nehmen, dass jeder persönlich die Harmonie in der Gemeinde schützen muss. Allah Ta'ala sagt in Sura 8, Vers 46, Ayat 46, streitet euch nicht und trennt euch nicht, sodass eure Kraft von euch geht. Also wenn man streitet, wird man sich trennen, und wenn man sich trennt, wird unsere Kraft von uns gehen. Diesem Hinweis entsprechend verliert eine Gemeinschaft ihre Würze, wenn die gegenseitige Unterstützung nachlässt und der Zusammenhalt sich auflöst. Ihr müsst wissen, dass die Ziffer 1 dreimal für sich getrennt geschrieben und zusammengezählt den Wert 3 ergibt. Richtig? 1, 1, 1. Getrennt geschrieben ergibt sie die Zahl 3. Wie aber ihr Wert die Zahlen hintereinander gesetzt den Wert 111 ergibt, so entspricht auch der Wert von 3 4 Dienern der Wahrheit und Gerechtigkeit, wenn jeder für sich alleine seine Arbeit verrichtet, dem von 3 4 Männern. Wenn in einer echten Bruderschaft einer die Vorzüge des anderen hervorhebt und sich die Brüder so gegenseitig unterstützen, bis sie einander gleich werden, die Harmonie, ja, so sehr extrem untereinander passt, dass man gleich wird, und sich so verhalten, dass sie ineinander aufgehen und dieses Geheimnis, ihre Selbstaufgabe unter ihnen sichtbar wird, dann erhalten diese 4 Männer den Wert der vereinigten Kräfte von 400 Mann. Abi, entweder sagst du, ich werde allein agieren und ich werde alleine Allah Ta'ala finden und ein Diener so allein sein. Eigentlich bist du lost dann. Ja, du bist verloren, Abi. Und deine Kraft ist so ein Mann, eine Kraft. Aber wenn du dich sagst, nee, ich kann das nicht alleine schaffen, ich brauche rechts und links Leute, und wenn du so eine Gruppe von 70 Mann hast, Abi, dann, und wenn ihr zusammen gleich agiert und eine Harmonie herrscht, hast du eine Kraft von 70.000 Mann, Abi. So ist das, Abi. Ganz klar. Besonders wichtig, eine Anekdote erzählt Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hier. Was besonders wichtig ist innerhalb einer Gemeinde. Ich lese sie vor und dann erläutern wir sie und beenden den folgenden Abend. Hafiz Ali Efendi, ein Schüler von Üstad Hazretleri aus Islamköy. Einer unserer Brüder hat einen anderen Mitbruder gegenüber
der sein Gegner hätte werden können, sein Gefühl brüderlicher Anteilnahme bezeigt. Ich halte das für sehr wertvoll und möchte euch deshalb Folgendes erklären. Dieser Mann ist zu mir gekommen. Ich habe ihm gesagt, dass die Handschrift des anderen besser als seine eigene ist. Ich habe ihm mitgeteilt, dass dieser andere einen noch besseren Dienst zu leisten vermag. Da sah ich, dass Hafiz Ali mit folgender Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit stolz war auf dessen Erfolg und sich darüber freute. Auch war er darüber glücklich, dass der Meister einen liebevollen Blick auf ihn geworfen hatte. Ich habe auf sein Herzen geachtet und beobachtet, dass er mir nichts vorspielen wollte. Ich habe vielmehr gespürt, dass er es ehrlich meinte. Ich habe Allah dem Gerechten dafür gedankt, dass es unter meinen Brüdern solche gibt, die derartige erhabene Empfindung in sich tragen. Diese Empfindung wird inshallah noch der Anlass zum großen Dienst sein, zu einem großen Hizmet sein. Alhamdulillah, Allah sei Lobpreis und Dank dafür, dass eine solche Empfindung in unserer Umgebung langsam und allmählich überall unter den Brüdern wachsen wird. Welche Gefühle? Darauf gehe ich kurz ein, damit das einmal erläutert wird. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ist aktiv in Hizmet. Er hat Schüler und lässt diese Bücher schreiben. Ja? Er erzählt und diese Schüler sitzen und schreiben. Man nimmt die Schüler, es gibt die Schüler, die sind Schreiber. Ja? Man nimmt die, die gut schreiben können und gut Arabisch können. Okay? Und da ist einer im Dienst. Da ist einer im Dienst als Redner, als Kameramann. Da ist einer im Dienst als Teemann. Und da kommt auf einmal ein neuer Bruder dazu. Und der Meister kontrolliert die Handschrift. Er sagt, Mann, seine Handschrift ist besser als seine. Der Meister holt ihn und sagt, von nun an hörst du auf mit deinem Hizmet. Du machst das nicht mehr. Denn seine Handschrift ist besser als deine. Boah, wie würden wir reagieren? Du bist jetzt nicht mehr der Redner. Wenn das unser Meister sagt, möge Allah uns diese Ikhlas geben, wie von diesem Bruder. Du bist jetzt nicht mehr hier der Ilahi-Sänger oder der Mevlüt-Leitende oder der Kameramann Emre. Vedat Abi, du machst nicht mehr die Cocktails. Ja? Da ist einer gekommen, der macht besser Cocktails. Allah, Allah. Das muss erstmal. Und in dem Moment freut sich der Bruder, er sagt, ja. Er sagt, ja, er soll machen. Alhamdulillah, dass es solche Brüder gibt, die es noch besser machen. Subhanallah. Das größte Opfern auf Allahs Weg, schreibt euch das irgendwo hin, ist es seine Gefühle. Hislerini. Ja? Seine Gefühle zu opfern, Abi. Das ist hardcore. Das ist richtig hart, Abi. Seine Gefühle zu opfern, ja? Seine Neigungen zu opfern, das ist hart, Abi. So in der Truppe irgendwie zu einer Schlacht gehen, ja, und die ziehen nicht alle mit, scheint auf den ersten Blick immer schwer, aber so in der Truppe ist das gar nicht mal so schwer. Wenn du von diesem Krieg nach Hause zurückkommst und in deiner Wohnung sitzt und plötzlich du auf deine Neigungen, auf deine Gefühle, Hisler, verzichten sollst und zur Seite schieben sollst und seine Gefühle, seine Neigungen im Vordergrund stellen sollst, das ist hart, Abi. Und an alle Brüder, die hier Hizmet machen und an alle Brüder, die bei sich zu Hause Hizmet machen oder machen wollen, muss das oberste Priorität sein. Die Harmonie der Gemeinde ist oberste Priorität. Dergahın bekası, hupanenin bekası, her şeyden önden gelir. Auch vor meinen eigenen Neigungen, auch vor meinen eigenen persönlichen Nutzen. Ich darf nicht egoistisch sein. Ich muss für die Gemeinde denken, für die Menschen denken. Möge Allah Ta'ala uns ein Bewusstsein geben, unsere Interessen dieser Nacht ändern, sodass wir am folgenden Tag anders aufwachen, mit einem Wunsch im Herzen aufwachen, dass wir Teil einer Gemeinde werden sollen oder eine eigene Gemeinde in deinem Viertel gründen sollen. Ehrlich. Möge Allah uns festigen,
Möge Allah die Nacht segnen. Danke für eure Geduld. Al-Fatiha, ma salamat.